Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Konsultation des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Stromnetzbetreiber. Jetzt werden einige von euch sagen, was? Andere werden sagen, endlich geht es mal um Thema Anreizregulierung und Finanzierung von Netzen und vor allem die Formeln rund um die potenziellen Erlösobergrenzen und damit dann eben auch die daraus resultierenden Netzentgelte, die allen Verbrauchern pro Kilowattstunde berechnet werden. Ich habe schon erwähnt, es gibt eine Konsultation und dementsprechend sind wir bei der Bundesnetzagentur. Wir haben hier übrigens ganz aktuell vom 21. August 2024 in der Beschlusskammer 4, also nicht unsere typischen 6, 7, 8, 9, wo wir unsere Strom- und Gasthemen haben, sondern hier, die 4 kennen wir eben auch aus dem Kontext der Sonderthemen und einfach auch EEG-Themen der Energiewirtschaft. Da haben wir hier die Verfahrenseinleitung und Konsultationen der Festlegung, ne, eben dieses generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die Stromnetzbetreiber in der vierten Regulierungsperiode, in der Anreizregulierung. Die vierte Regulierungsperiode, die läuft schon seit 2024 bis ich meine Ende 2028. Und dabei geht es ja immer darum zu schauen, wie kosteneffizient sind Netzbetreiber. Und anhand dessen und verschiedener Faktoren wird dann eben gesagt, na, so und so hohe Erlösobergrenzen habt ihr jeweils als einzelner Netzbetreiber. Das ist also das, was ihr sozusagen verdienen könnt über eure Netzentgelte. Und das orientiert sich natürlich anhand der echten Kostenstrukturen, die so ein Netzbetreiber hat, aber auch verschiedene äußerer Faktoren. Und genau dazu gehört dieser generelle sektorale Produktivitätsfaktor. Dazu gibt es hier eine Konsultation, die läuft erstmal grundsätzlich bis zum 18.09., also da ist noch ein knapper Monat Zeit und soll hier an produktivitätsfaktor@bnsa geschickt werden. Das Ganze lief auch auf Grundlage eines Gutachtens vom WIK, man sieht das hier, ne? Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste. Das Gutachten ist vom letzten Jahr und wird aber auch in der Begründung dieser Konsultation an mehreren Stellen angesprochen. Apropos Konsultation, wir gehen mal rein. Hier haben wir 69 Seiten. Allerdings sehen wir dann schon, der Beschlusstext selbst ist recht knapp. Hier steht nämlich, für die Bestimmung der Erlösobergrenze nach der Anreizregulierungsverordnung wird für die Dauer der vierten Regulierungsperiode, also bereits laufendes 24 bis 28, ein genereller sektoraler Produktivitätsfaktor in Höhe von 0,91% für Stromnetzbetreiber festgelegt. Das ist jetzt die Konsultation. Und hier kann man sich als Branche jetzt also dazu äußern, ob das eine angebrachte Höhe ist oder eben nicht. Wir gucken uns gleich mal an, was dahinter steckt. Die restlichen 68 Seiten sind Begründung. Erstmal hier können wir nochmal schauen, ne, die Periode, um die es jetzt geht, diese Zeitperiode sind also die Jahre 24 bis 28. Dieser generelle sektorale Produktivitätsfaktor wird kurz X-Gen genannt. Also das ist auch der Fachbegriff, den ihr dann an der einen oder anderen Stelle lesen könnt, wenn die Kollegen aus dem Netzbereich darüber sprechen. Ja, da ist es also eingebürgert. Und dieser Faktor, hier steht das dann auch schon so ein bisschen, der soll im Prinzip, ne, den netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt gegenüber dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt stellen und sozusagen, ja, mal ganz einfach ausgedrückt, Preiserhöhungen durch die Inflation wieder zurückdrücken. Na, also dieser Faktor ist so ein bisschen Benchmark, könnte man auch sagen. Wenn wir praktisch sagen, dass der gesamte netzwirtschaftliche Produktivitätsfortschritt gut ist, heißt das ja, die Netze brauchen gar nicht so viel Preiserhöhungen, wie die gesamte Gesellschaft gerade spürt, um dieselben guten Ergebnisse zu erreichen. Das ist so der Sinn hinter diesem Faktor. Bedeutet aber auch, wenn man das ja als Gegenmittel nimmt zu einer Preiserhöhung, heißt es ja, damit werden Preise wieder ein bisschen gedrückt. Also weniger Einnahmen für die Netze, während die Netze nun über die nächsten Jahre und Jahrzehnte immense Investitionen leisten müssen. Weil wir natürlich wissen, Digitalisierung der Netze, überhaupt aber auch Neubau oder Erweiterung der Netze, Instandhaltung ist das eine Thema, aber eben auch die weitere Ertüchtigung. Weil wir reden ja über Steuerbarkeit von steuerbaren Verbrauchern wie Wärmepumpen und Co., weil wir davon ausgehen, dass im Niederspannungsnetz zum Beispiel die Leitungen nicht genügend ausgebaut sind, ja, um die starke Elektrifizierung
mit Wärmepumpen und E-Mobil-Ladestationen und überhaupt mehr Stromverbrauch durch verschiedenste Anlagen, dass sie dem also nicht gewachsen sind. Und dementsprechend brauchen wir Investitionen. So, und jetzt sagen wir aber, es gibt hier einen Faktor, der da praktisch gegen gerechnet werden kann. Und ja, wie sieht das Ganze jetzt aus? Die Bundesnetzagentur muss mit einer wissenschaftlichen Grundlage diesen Faktor berechnen lassen. Ganz am Anfang war der mal festgelegt. Das muss ich mal überlegen, ob das, in welchem Bereich das war. Weil in der Anreizregulierungsverordnung, bin ich gerade komisch hier, genau hier, Paragraph 9, der heißt nämlich genereller sektoraler Produktivitätsfaktor, wird also festgehalten, dass in der ersten Regulierungsperiode dieser für Stromnetzbetreiber bei 1,25% lag, in der zweiten bei 1,5%. Also höher als jetzt gerade mit diesen 0,9. Und dann ab der dritten müsste er jeweils immer durch Methoden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen, ermittelt werden. So. Und dementsprechend gab es diesen Auftrag, das WIK hat dieses Gutachten gemacht, also das, was wir hier unten verlinkt sehen. Das ist die Grundlage der wissenschaftlichen Methodik. Jetzt gab es auch zwischenzeitlich vor dem Bundes, war das, ist das Verfassungsgericht, gab es eine Festlegung, ich glaube Anfang dieses Jahres, dass die Ermittlungsmethoden, die hier verwendet werden, man kann das hier zum Teil schon lesen, Turnquist-Mengenindex und noch der andere, der heißt ähnlich, dass die in Ordnung sind. Ne? Ah, hier genau, Malmquist. Turnquist und Malmquist sind Berechnungsgrundlagen dafür, die geeignet sind. Die sind also auch legal nochmal bestätigt worden. Und dementsprechend mit diesen Varianten wurde das berechnet. Ihr könnt die Grundlagen in diesem Gutachten euch anschauen. In dieser Begründung wird das Ganze nochmal ausformuliert. Ihr seht hier erstmal wie immer bei den rechtlichen Dokumenten, ne, wir dürfen das machen, weil wir das entsprechend dürfen. Und dann wird die Methodik nochmal begründet. Ne, Turnquist und Malmquist, Gutachtenergebnis und dann nochmal, wie das Ganze berechnet wurde. Und dann ne, entsprechend die Ableitung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors. Boom. Gehen wir also mal auf diese letzte, vorletzte Seite. Hier wird genau auch tatsächlich nochmal bestätigt, 30.01.24, es war der Bundesgerichtshof, der, also praktisch BGH, nicht Bundesverfassungsgericht. Macht auch Sinn, dass es eher wegen verwaltungstechnischen Themen beim BGH ist. Der hat hier also nochmal bestätigt, dass diese herangezogenen Methoden, Turnquist-Malmquist zu den wissenschaftlich anerkannten Methoden, zählen und dementsprechend verwendet werden dürfen. So, und dann gibt es den interessanten Punkt, dass der Malmquist-Index auf 0,91% kam, der Turnquist-Methode auf 1,2%. Jetzt muss man sagen, je höher der Wert ist, desto weniger Geld bleibt übrig für die Netzbetreiber. Weil ja es die Gegenberechnung ist. Na, Inflation würde sagen Preissteigerung. Das ist ja die Gegenrichtung, also je höher, desto mehr Preisdrückung ne, sozusagen. Also sind die 0,91% der günstigere Wert für die Netzbetreiber, wenn die viel Geld haben wollen. Und jetzt wird hier schlussendlich gesagt, ne, es gibt einen Ermessensspielraum, das ist für plausibel erachtet und man hat sich halt für die 0,91 dann schlussendlich entschieden und dementsprechend sagen wir, wir wollen die jetzt hier konsultieren und dementsprechend wird das hier bitteschön auch jetzt besprochen. So, wenn ihr euch das fragt, diese ganzen Begriffe und überhaupt Erlosübergrenze und wie kommen wir zu den Netzentgelten? Ihr habt in der Anreizregulierungsverordnung eine Anlage Nummer 1. Und dort wird festgehalten, wie man das Ganze berechnet. Viel Spaß. Also, wer Spaß hat mit Bezahlen, für den ist natürlich super. Ihr seht hier schon mal ne, so EU-Erlosobergrenze für den Zeitraum, also für unsere Regulierungsperiode. Und dann gibt es hier verschiedenste Faktoren, aber hier haben wir einmal das Relevante. Verbraucherpreisindex müsste das doch sein, ne? VPI, genau. Verbraucherpreisgesamtindex wegen T und 0 war der Ausgang. Das ist praktisch mal ganz grob gesagt, also mal wirklich völlig vereinfacht, die Inflationsbewegung. Ne? Verbraucherpreisindex, Preise steigen halt im Moment. Und dann sehen wir aber dahinter minus PF. Und minus PF ist dann unser genereller sektoraler Produktivitätsfaktor.
Wenn wir also sagen, Inflation, keine Ahnung, 7%, was auch immer, für den Wert wir nehmen, minus 0,91%, dann haben wir entsprechend eine geringere Erhöhung. Weil hier sehen wir ja, das ist ein Faktor, der in diese Gesamtberechnung mit reinkommt. Und ihr seht ja hier, ne, KA zum Beispiel, das sind nicht beeinflussbare Kostenanteile. Den Begriff haben wir gelesen im Kontext des Smart Metering auch letztens, dass da verschiedene Kostenfaktoren, also für die Netzbetreiber, als nicht beeinflussbar mit reingenommen werden können. Das sind also Sachen, die die Netze auf jeden Fall sozusagen berechnen dürfen. Ihr seht ja aber, ne, da kommt dann noch Diverses dazu, ne, die mit diversen Faktoren, dann mal unsere Entwicklung. Und dann zum Beispiel hier unten Erweiterungsfaktor, Zonen und Abschläge und volatile Kostenanteile, VK ganz hinten. Und dann kommen wir entsprechend zu einem Ergebnis. Es ist also eine sehr, sehr komplexe Formel, die bei jedem einzelnen Netzbetreiber dann angewendet wird. Ne? Weil jeder hat ja seine eigenen nicht beeinflussbaren Kostenfaktoren. Und dann wird praktisch dieser Gesamtindex mit dazu genommen und dann noch so die diversen restlichen Kosten. Und so kommen wir auf die Erlösobergrenze des einzelnen Netzbetreibers. Und das praktisch wiederum durch die angenommene Menge von Kilowattstunden, die im Jahr durchfließen durch sein Netz, kommen wir dann auf das konkrete Netzentgelt pro Kilowattstunde, die dann berechnet werden dürften und die ja dann von der Bundesnetzagentur nochmal geprüft werden und freigegeben werden. Mal ganz grob runtergebrochen läuft das dann so. Ihr seht also, dass dieser Faktor hier natürlich eine enorme Auswirkung hat, wenn er praktisch diesem Verbraucherpreisindex gegenübersteht. Ja? Und dementsprechend ist das eine ganz spannende Geschichte. Und diese 0,91% haben dementsprechend eine relativ hohe Auswirkung auf die Netzbetreiber. Strombereich ist das hier bei Gas, lief die Konsultation, glaube ich, schon und ist jetzt noch nicht beschlossen. Da war der Wert, meine ich, aber auch noch höher als jetzt hier diese 0,91. Wenn ihr schlussendlich als Netzbetreiber zum Beispiel hier eine Meinung habt und sagt, das ist der Wert ist praktisch zu hoch, wir bräuchten einen geringeren Wert, damit wir mehr Geld haben. Und ihr könnt das in irgendeiner Form auch begründen. Also ja, wir haben das Dilemma, dass es auf Grundlage von wissenschaftlichen Methoden berechnet werden muss. Die wurden angewendet und es wurde da sogar schon der günstigere Wert genommen. Aber wenn ihr jetzt irgendwie sagt, wegen diesem und jenem und folgenden, ist das vielleicht noch keine optimale Entscheidung, dann könnt ihr natürlich eure schriftliche Stellungnahme bis zum 18.09. hier an die Bundesnetzagentur schicken. Bitte nicht über andere Kommunikationskanäle noch schicken, also nicht über Twitter. Nein, also der Hintergrund ist natürlich, man kann das postalisch machen. Also bitte nicht die E-Mail und eine postalische Übersendung zuschicken, sondern nur einen der Wege nehmen. Eingegangene Stellungnahmen werden auch hier veröffentlicht werden. Also da im Zweifel schauen, bitte eine geschwärzte Fassung dann noch mit dazu zu packen, damit die veröffentlicht werden kann. Und dann schlussendlich werden wir hier auch noch mal verschiedene Informationen bekommen, damit wir uns ein bisschen weiter reinarbeiten können. Wer sich, also wer jetzt nicht nur die Meinung hat und eine Konsultation abgeben möchte, sondern wer sich mehr noch mit dieser gesamten Berechnungsmethode beschäftigen will, findet ihr unten nämlich noch einen Link. Der ist so ein bisschen weit ab. Klickt da ruhig noch mal drauf. Und da habt ihr hier nämlich Informationen, eine Datengrundlage liegen und nochmal entsprechende Excel-Tools. Ihr könnt euch also hier die ZIP-Dateien runterladen und hier unten noch die Excels und dann könnt ihr so ein bisschen damit rumspielen. Das gilt jetzt aber für dieses Video soweit. Also das werde ich euch jetzt hier nicht zeigen, aber für die, die ein bisschen mit den Daten spielen wollen, das ist hier ganz unten mit verlinkt. Ne? Aber das übersieht man so ein bisschen. Schlussendlich die Konsultation selbst mit dem Wert und einer Begründung, das wissenschaftliche Gutachten vom Vorjahr und ganz unten haben wir so ein bisschen die Datengrundlagen, mit denen man dann noch rumspielen kann. Also, habt ihr grundsätzlich eine Meinung zu diesem Faktor als Gegenwert zum Verbraucherpreisindex? Habt ihr eine Meinung oder Erkenntnisse rund um Anreizregulierung, Erlösobergrenzen und so weiter? Oder Fragen? Dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.